Nachdem wir jetzt dieses Flair eingefangen haben, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mini-Ninjas. Ich bin's wieder, euer Leute, 1986. Wir sind in der dunkelsten Dunkelheit der Dunkelheiten unterwegs. Nachdem ich in diesem kleinen süßen Special etwas schneller geredet habe, mit ein paar Tricks natürlich, sind wir jetzt im... Wie heißt das Level eigentlich gerade nochmal? In diesem Level unterwegs, beliebigen Namen hier einfügen, nee, ich weiß es eben gerade nicht, sorry. Ich hab's sofort gestartet, als ich gesehen habe, so, jupp, das müssen wir machen. Und wir finden einen heiligen Lotus, war heilige Scheiße, du. Was bringt denn der heilige Lotus, beziehungsweise wo kann ich im Allgemeinen überhaupt meine Pflanzen mal sehen? Das wäre, das ist eine gute Frage. Da habe ich mich ja noch nie drum, gekümmert, aber wir sollen zu der Mondsteinhöhle gehen. Oha. Oha, jetzt sind wir bei Pokémon angelangt. Ja, Karimi no Jutsu. Ja, so langsam mehr lerne ich das auch vielleicht etwas besser auszusprechen, damit ich das Spiel nicht ganz so versaue. Und vielen von euch hat ja dann doch der Reim gefallen, den ich beim letzten Mal mit reingebracht hatte. Man muss ja auch hart für nachdenken, du. Das glaubt man, das glaubt man. Oh! Ich habe das Gefühl, dass das schon war. Doch. Ich habe echt das Gefühl, dass das schon war. So, und diesmal will ich aber auch wieder direkt hier versuchen, alles zu sammeln. Beim letzten Mal hat das ja nicht ganz so gut hingehauen. Einige von euch nehmen ja auch schon an, dass das passiert, weil ich mal versuche, hier alles mitzunehmen. Und wer möchte kämpfen? Du möchtest kämpfen. Ninja, 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 Ninja. What the fuck? Okay, okay, das ist übertrieben. Das ist übertrieben. Kommt mal her, meine Kleinen. Ich muss mal ein Wörtchen mit euch reden hier. Warum zum Teufel schießt ihr mit einmal, Kopfpfeile, Bomben? Kopfbombenpfeile. Ja, da, genau. Die auch neu explodieren können. What the fuck, ey. Jetzt geht's aber los hier. Oh, eine Jitsu-Statue. Drei Stück brauchen wir nur hier. Genau, erstmal gucken in den Fortschritt. Hier gibt's keinen Tempel. 44 Münzen, 3 Jitsu-Statuen, 5 Katzen, beziehungsweise 5 Käfige und 19 Pflanzen. Das heißt, das Level ist auch gar nicht mal so lang. Gar nicht so lange, wie ich gehofft hätte. Das heißt aber trotz alledem, dass ich mich in jeder beschissenen Ecke umgucken werde, ob ich irgendetwas übersehen habe. War hier nicht im Granon Frosch? Da ist er. Nee. Quack. Quack, 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 quack. Okay, bedingt dadurch, dass es jetzt hier natürlich ein bisschen dunkler ist, sehe ich da oben aber auf jeden Fall schon mal wieder einen Pilz. Das müsste eine Steinkappe sein, so wie das aussah von außen. So, kommen wir hier hoch? Ja, locker, locker. Warum frage ich eigentlich? Natürlich kommen wir hier hoch. So, Steinkappe sah ich doch. Haha! Ja, so langsam habe ich das auch raus. Nein, du lässt mich in Ruhe und schmeißt nicht mit deinen Pfeilen rum. Nein, warum bin ich jetzt... Achso, ich bin nur runtergefallen. Ich dachte jetzt schon, ich wäre so weit runtergefallen, dass ich irgendwie... Ist denn schon wieder Silvester hier? Ja. Naja, die Rauchbomben, die erschweren das schon so ein bisschen hier mit dem Sehen. Aber sonst geht das eigentlich. Stand hier oben nicht im Kanal, ne? Ach, da vorne. Foto! Achso. What the f... Nee, dein Special ist doof. Verstehe ich jetzt im Grad noch nicht, deswegen finde ich das jetzt doof. Für den Moment. So, nochmal in das Fröschlein rein. Denn nur das Fröschlein weiß, ob ich hier noch was vergessen habe. Und ich habe hier hundertprozentig nur irgendwo was übersehen. Das sagt mir mein Bauchgefühl schon. Weil ich ja noch lange nicht überall war. Aber bis... Ja, sieht eigentlich... Ich sehe aber auch keine Rauchwolken mehr. Quack. Nee, ich sehe nicht eine Rauchwolke.
Ja, ist doch gut jetzt da oben. Wir brauchen nicht die ganze Zeit so umschreien. Sehen da vielleicht noch was? Eine Rauchwolke, die man so nicht sieht? Nö. 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 Dann sollten wir hier soweit vorerst alles haben. Dann mal rein in die gute Höhle. Mal gucken, was da los ist. Guten Tag. Ha, damit hast du nicht gerechnet, ne? Dass ich aus dem Frosch da rauskomme. Ninjas! Erstmal den Anführer erledigen. Du gehst mir nämlich auf den Senkel mit deinem Rumgeschreie hier und weggelaufen auch. So, wow, 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 wow. Au! Hab ich den Pfeil ihm gerade echt zurückgeschossen? Wie geil ist das denn? Ich hab den Pfeil zurückgeschossen. Oh, Level up. KI-Bonus, du kannst jetzt mehr KI speichern. Weil mehr KI einfach mehr KI ist. Und wir mit mehr KI mehr künstliche Intelligenz-Sachen machen können. Nee, KI heißt ja in dem Spiel nicht künstliche Intelligenz, sondern... Was heißt KI eigentlich in dem Spiel? Das ist eigentlich schon eine gute Frage. Das hier ist, by the way, ein Dachs. Nee, ich dachte, das wäre der Hund. Der Hund, der aussieht wie ein Fuchs, oder der Fuchs, der aussieht wie ein Hund. Ja, das gibt es hier. Erstaunlicherweise. Oh, da werde ich doch schon wieder beschossen. Zack, 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 weg mit dir. Du musst schon aus deinem Käfig in den Höhlen befreien, bevor du dein Abenteuer fortsetzt. Okay, das heißt, das hier wäre schon mal wieder der richtige Weg gewesen, den wir aber nicht gehen wollen. Erstmal müssen wir schon befreien. Das ist noch ein hartes Stück Arbeit. Oh. Nö. Aus dem Pilz erst sammeln. Oh, Alter. Lass es bleiben hier. Au. Da hast du mich sogar getroffen. Eine coole Sache hier. Wie da so ein kleines Stückchen im Weg ist. Man da nicht dran vorbeikommt. So. Zack, 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 zack. Ganz viel Geld. Schon. Raus mit dir. Du hast schon befreit. Du hast schon befreit. Er ist schnell und weiß, mit seinem Bogen umzugehen. Setz ihn als Kundschaft ein und schalte deine Gegner mit seiner Hilfe aus sicherer Entfernung aus. Du hast einen neuen Charakter wegen Netto freigeschaltet. Diese ist im Hauptmenü unter Extras verfügbar. Das werde ich euch dann das... Warte. Wie geil ist... What? Oh, hier zur Statue. Cool. Er ist irgendwie cool drauf. Ich weiß nicht warum. Oh Gott. Komm, setz dich mal drauf da. Boah, ja, genau. Also er ist unser Special Effects Mitarbeiter. Eindeutig. Ja. Jetzt geh doch, bitte drauf. Danke. Für die Jitsu-Statue. Nummer 2 von 3. Wie sieht's aus? 2 von 3, 3 von 5, 15, 44, 4 von 19. Und wir können ja noch. Noch weitergehen. Ah, da haben wir noch eine Pflanze. Einen heiligen Lotus. Er sagt wahrscheinlich so, wir müssen weiter, weiter, weiter. Schnell, 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 schnell. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Pass auf, 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 auf. Oder so. Ich habe keine Ahnung, was er sagt. Aber es hört sich auf jeden Fall verdammt cool an. Ne, hier können wir nicht weiter. Nein. Das ist gut. Aber er ist für Effekte zuständig. Eindeutig. Ich glaube, ihn werde ich am drittöftesten benutzen. Zusammen mit Suzume und Hiro. Weil ich mag den Kerl. Mal hier. Das sieht so geil aus. Wie er sich einfach. Ich dreh mich einfach um mich selbst mehrfach. Interessiert mich nicht. Kein Problem. Mach ich locker easy. Kein Problem. Kein Ding. Mach ich. Ja. Geht. 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 Alles okay. Mhm. Ja. So sieht's aus. So. Mal hier kurz gucken, ob hier irgendwo was ist. Hier bin ich ja eben gerade unten gewesen. Ja. Das ist der eine Fluss. Und wir sind mit dem Fluss im Reinen. Aha. Naja, jedes Pünktchen möchte ich mitnehmen.
Da unten waren wir gerade. Er sieht klasse aus. Also er gefällt mir. Er gefällt mir echt gut. Mein erster Kontrollpunkt in diesem Level. So, wo sind wir lang? Die Trockenfluss... die Trockenfußbrücken. Okay. Schon's Energieangriff ist eine explodierende Rakete. Hast du einen aktiven Energieangriff, wechselst du schon und halte Q gedrückt, um den Angriff auszuführen. Aber erstmal reden wir noch eine Runde. Ah, Ninja. Das hier ist eine gefährliche Gegend. Auf dem Fluss treiben unzählige Laternen aus dem Dorf östlich von hier. Das ist zweifellos ein Hilferuf. Sei auf der Hut. Okay. Wenn du dem Pfad zu deiner Rechten folgst, gelangst du an einige Tempeltore. Dort findest du vielleicht Hilfe. Alles klar, altehrwürdiger Meister. Wir gehen trotzdem erstmal kurz links gucken, ob da noch irgendwas ist. Beziehungsweise das Gebiet sieht sogar immer... Oh, sieht das schön aus. Sieht das wunderschön aus. Genießt mal kurz dieses Flair, diese Umgebung als solches, während ich mir... Ich hab schon mal... Ducken. Du musst dich ducken. So, damit wir hier auch heimlich unterwegs sind. Und... dran denken, das Feuer zu verbergen. Oh ja, oh ja, oh ja. Zieht der automatisch? Nee. Ach cool, ich kann sogar selber ziehen. Haha, einen erledigt. Noch einen erledigt. Uiuiui. 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 So, kurz nochmal weglaufen, weil er ist ja, er ist Fernkämpfer. Und wieder weglaufen. Und runter. Und weglaufen. Nee. Ruf da. So. Oh, 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 oh. Komm, lass mal bitte hier einer was Rotes fallen. Wir möchten mal seinen Special-Angriff sehen. Du gibst doch was Rotes, oder? Nein, du rufst bloß. Ah. Eieieiei. Ich kann eindeutig besser mit meinem Pfeilen umgehen als ihr. Haha! Alle erledigt und das mit Schund. Ah, das ist was Rotes, 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 Rotes. So, jetzt haben wir einen Special-Angriff. Das kann doch jetzt gleich ein Spaß werden. Bin ich ja mal richtig gespannt, wie der Special-Angriff ist. Hier liegt aber vorerst, soweit wie ich das sehen kann, nichts weiter drum. Oh, ich darf das auch noch selber. Woohoo! What the fuck? Wie geil! Wie geil, wenn man damit trifft, ja, dann herzlichen Glückwunsch, ey. Da haben die nicht so viel zu lachen. Guck mal her, mein kleiner Hase. So, ist da hinten noch irgendwo was? Oder da oben? Nee, nee. Nee, ich sehe im Allgemeinen sehr, sehr wenig Rauchschwaden. Man könnte auch sagen, gar keine. Okay, dann ist hier anscheinend auch nichts weiter. Schon! Machen wir jetzt schon. Also, schon ist cool. Das ist einfach nur genial. Genial daneben. Solange wie ich immer was Rotes dabei habe, ist das perfekt für ihn. Oh, 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 oh. Ein Ginsengwurzel. Mitnehmen. Immer mitnehmen. Gerade ist hier ein bisschen ruhiger. Boah, die Entwickler sind gut, ne? Die sind wirklich gut. Die haben sogar daran gedacht, dass man mit Pfeilen ein Zelt ein bisschen, naja, schwerer zerstören kann. Also nehmen wir unsere normale Waffe. Heiltrank und Nonnen und Krähenfüße. Yay! Hooray, hooray. Kann ich die auch zerstören? Nee. Kann ich dich zerstören? Nein. Okay. Wow. Wow. Scheiße, ich muss warten, bis die jetzt bis dahin in diesem langsamen Ding gelaufen sind. Ich hoffe, das geht doch.
Weil bis dahin kann ich maximal schießen. Und ich möchte natürlich jetzt alle erwischen. Also dauert das ein bisschen länger. Tut mir leid, Leute. Ihr habt jetzt kein Standbild oder so. Es dauert nur. Feuerwerk! Oh, oh, oh. Nein, 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 gehst du wohl an Land? Ninja, 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 Hero, Ninja. Schade, ich habe nicht alle erwischt. Aber es war auch anzunehmen, so wie es nicht aussah. Weil sonst hätte ich ja noch länger stehen müssen. Aber mit der maximalen Reichweite, das muss nur ein bisschen austangieren, wie das genau funktioniert bei schon. Mit dem Magic-Angriff. Magic-Angriff vor allem, ne? Ja, Kawarimi no Jutsu. Naja, lauf nicht weg, Häschen. Ich brauch dich zum Sammeln von tollen Sachen. Und zum geheimen Angreifen. Kann ich mich eigentlich mit... Ich kann mich selbst mit einem Hasen ducken. Wie geil ist das denn bitte? Also in die Schatten gehen. Verborgen sein. Da vorne ist ein Speicherpunkt. Den ich aber so gar nicht auslösen kann. Okay. Jetzt aber. Oh, da unten habe ich noch was vergessen. Nö, 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 nö. So ja nicht, so ja nicht. Nö, 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 nö. Aua. Und an der Brücke muss ich auch noch gleich gucken. Wir gehen erstmal hier lang. Hier kann ich viel kämpfen. Hier kann ich viel Spaß haben. Außerdem sind hier eindeutig noch Austernpilze. Jetzt haben die auch noch an, sich hier zu geben, oder was? Ich glaube, zack. So. Hört auf, euch zu wehren. Mir sogar effektiv Schaden zu machen. Ich glaube, so haben wir nicht gewettet gehabt. So, euch müssen wir immer mit Special-Angriff erledigen. Das heißt ich ja mittlerweile. Weil ihr euch sonst wehrt. Ja, du kannst schön bis 3 zählen. Und ich kann erstmal eine Runde niesen. Sorry. Oh yeah, das mag ich nicht. Während der Aufnahme niesen ist blöd. Aber so schnell konnte ich jetzt auch nicht reagieren, um mich noch zu muten. So. An den Brücken scheint ihm gerade nichts weiter zu sein. Da hinten sehe ich auf jeden Fall noch was leuchten. Das sieht sogar ein bisschen aus wie eine Jitsu-Statue. Beziehungsweise da hinten auch. Okay. Gut. Moment. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich, wenn es um Wasser geht, dann ist Suzume einfach am besten zugebrochen. Ich sagte, hier ist eine Jitsu-Statue. Ich habe es doch gewusst. Na komm, dreh um, dreh um. Ja. Ja. Ein Schachtelhalm. Hm, okay. Klingt ja schon mal interessant. Nein, 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 nein. Nicht drüber springen, sondern sammeln. So, damit haben wir eine Jitsu-Statue. Hat sich jetzt eigentlich was geändert mit dem Sammeln? Nein, hat sich nicht. Hätte nämlich sein können, dass es unterteilt ist in zwei Levelbereiche. Und dass jetzt in den Levelbereich noch ein Tempel mit dazu gekommen wäre. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Also dahin soll ich definitiv gehen. Steinkappe noch mitnehmen, genau. Das heißt, wir gucken wirklich erstmal oben bei dem Dorf nach, würde ich sagen. Bevor wir jetzt den richtigen Weg gehen. Weil man, wenn man da oben ja noch eine Quest hat, ne, immer mitnehmen, immer mitnehmen. Das ist ja nur zum Vorteil. Außerdem sind hier eigentlich diese bunten Felderchen, also hier diese, ne, die Leuchtkäfer. Die sagen ja eigentlich aus, hey, hier ist ein Tempel, aber wenn du im Fortschritt kein Tempel bekommen kannst, ist es ja eigentlich merkwürdig. Oh, ich höre schon wieder schöne Musik, schöne Geräusche. Oh ja, oh ja. Du möchtest mir doch bestimmt einiges wieder verkaufen, hm? Oh ja, Ninja. Meine Tengo-Brüder haben gesagt, du würdest mich besuchen. Wie kann ich dir helfen? Ich habe 200. Ich kann Rezepte und Waffen holen. Dann gucken wir mal bei Waffen. Okay,
Okay, die braucht man nicht. Problem ist jetzt, wenn ich F3 drücke, verlasse ich die Aufnahme. Gut, du bist. So, machen wir es so. Das Rezept wurde der Rezeptsammlung in deinem Inventar hinzugefügt. Hast du die nötigen Zutaten, kannst du den Trank hier auch zubereiten. Gut. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich... Alle Tengus verfolgen dein Abenteuer mit großem Interesse. Warte mal, ist das ein Skript? Weiße, drücke 2. Also das ist mein Inventar. Das ist eigentlich alles, was ich eben gerade habe. Aber Rezepte sehe ich hier nicht. Oh ja. Gute Reise. Dann mache ich mich jetzt erstmal kundig, beziehungsweise probiere aus und wir sehen uns dann gleich wieder. Diese miesen kleinen Entwicklerschweinchen, ne? Ich habe jetzt rausgefunden, wie es geht. Man drücke die Inventartaste und da man ja nicht Konsolenspieler ist, hantiert man ja nicht irgendwie mit WASD im Inventar, sondern mit der Maus. Hält man die linke Maustaste gedrückt, kann man das auch bewegen. Um noch mehr Sachen zu sehen, wie zum Beispiel den Heiltrank, den starken Ginseetrank, meine Zutaten, was ich denn alles so mit mir rumschleppe und so weiter und so fort, was ich alles schon herstellen kann. Wir machen uns mal ein paar Heiltränke. So. Was bringst du nochmal? Brauche einen süßlich würzigen Trank, der die KI-Energie wiederherstellt. Brauchen wir eigentlich relativ wenig. Ja, nur ein paar Heiltränke machen. So. Also damit haben wir dann jetzt endlich auch mal erfolgreich Tränke hergestellt. Ich hab's rausgefunden. Hooray. 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 Ich habe auch nur im Internet recherchieren müssen dafür und da keine Lösung gefunden und das dann durch selber probieren im Endeffekt rausgefunden. Ne, wir sind den ganzen Weg hier hochgelatscht. Wir sollten ihn auch eventuell wieder runterlatschen, um noch Eventualitäten zu finden, wie Pflanzen zum Beispiel. Wobei ich persönlich hier, wenn ich ehrlich bin, nicht eine sehe. Okay, dann scheint das wohl so zu sein, dass es hier gar keine weiteren Pflanzen gibt. Aber wir können ja... Warum ist hier kein Tier? Verdammt! Ich habe jetzt gedacht, hier wäre ein schönes Tier, was man dann für dafür benutzen könnte, aber ne, so viel Glück haben wir ja nicht. Leider. Leider. Dann müssen wir den Weg weiter folgen. Zeit wird es so langsam. Zeit wird es. Aber ich habe noch eine Idee, wo etwas sein könnte. Das sehe ich mich jetzt gerade erst. Aber erstmal holen wir uns hier noch das Zeug. Und zwar, da hinten ist ja noch so eine coole Insel. Und die sagt eigentlich für mich so, du könntest vielleicht hier drauf kommen. Und wenn du es schaffst, hier drauf zu kommen, dann findest du noch ganz viele tolle extra Sachen zum selber machen. Oder sie sagt, ich bin einfach da. Beachte mich. Komm her, besuch mich, bringen wird dir das Ganze eh nichts. Doch, da ist doch noch was. Haha. Noch einen heiligen Lotus. Man weiß nie, wann man ihn gebrauchen kann. So, wir müssen den Brücken folgen. Aber wir haben hier, wir haben halt eben hier auch dieses riesengroße Gewässer, ne? Und das sagt ja für mich persönlich auch so, hier könnte überall was versteckt sein. Pass also auf, junger Padawan. Nicht, dass du etwas vergisst. Da zum Beispiel, hier. Bei diesen Steinen. Drumherum einfach nochmal was anbringen, um den Spieler dazu zu zwingen, nochmal ins Wasser zu gehen. Oder auch einfach nichts anbringen, um den Spieler in der Gewissheit zu wägen, dass dort nichts ist. Uncool. Aber da ist was. Noch ein bisschen Stachelhalm. Erstmal mit euch mit den Pfeilen nicht mehr loswerden. Das ist ganz wichtig hier. Oh, rot. Rot ist immer nett. Rot, noch ein roter. Hui. Ach, du kannst gar nicht so schnell gucken, so schnell ist die Kleine hier.
Hiro. Zack, zack, zack. Und zack. So, hat jemand was gesagt? Nein? Gut. Oh. Nee, nicht hier, Ninja, sondern, Aua, hör auf damit. So, einen starken Ginsetrank. Das ist immer wundervoll. Schon? Zack. Oh, ich dachte, ich hätte dich alle erledigt. Ja, der Große kann eh nichts machen. Der steht ja nur rum. Und ärgert sich darüber, dass er beschossen wird. Wie putzig. Was sagt denn unser Fortschritt bisher? 22, 44, 3 von 3, 3 von 5 und 14, 19. Das heißt, wir sind eigentlich relativ gut mit dabei. So, ein Austernpilz noch. Nochmal kurz speichern. So. Noch ein bisschen Kleingeld mitnehmen. Und Heiltrank. Heiltränke dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die werden, denke ich mal, im späteren Verlauf noch sehr wichtig werden. Je nachdem, was da für Bosse auf uns zukommen. Drüber? Gut. Easy, gehe ich darüber. So, jetzt ist natürlich nur die... Ah. Oh! Oh, was ist er denn für einer? Zumindest einer, der mir ATM noch nicht gefallen will. Also at the moment. Weil er sieht auf jeden Fall ein bisschen stärker aus. Geh mal auf Hiro und benutze mal Special Attack. Scheiße, der ist gar nicht angreifbar. Coole Sache. Ach, so einer bist du also. So einer bist du also. Du machst uns immer wieder neue Viecher. Du machst uns immer wieder neue Viecher. Können wir dich angreifen? Nein, können wir nicht. Toll. Er hat mich übernommen. Oh, ja, das kann natürlich jetzt ein Spaß werden. War das jetzt ein Matrixangriff? Ja, das war ein Matrixangriff. Ausgewichen. So, jetzt komm her hier. Hör auf. Find ich nicht in Ordnung von dir. Ganz ehrlich nicht. So, rumrennen und... Ach, komm hier. So. Ey. Nicht hier ausweichen. Das ist ja jetzt ein gemeiner Gegner. Also man muss schon sagen, das wird ein Spaß mit dem werden, wenn der öfter auftaucht. So, dich Zelt haben wir schon mal kaputt. Ich glaube, du Zelt jetzt noch. Genau. Du hast auch noch was für uns. Oh, ich möchte eine Katze sein. Oh, wie sie auch einen Katzenbuckel macht, ne? Die Entwickler, die denken einfach an jeden möglichen und unmöglichen Scheiß. Ernsthaft. Was die nie, also, die vergessen so gut wie nichts. 16, 19, 44, 44, 3, 3, 5, 5. Das heißt noch drei Pflänzchen. Wobei ich immer noch nicht weiß, ob die Pflanzen wirklich in irgendeiner Art und Weise wichtig sind. Ja, so war das jetzt zwar nicht ganz geplant, aber wir nehmen es einfach mal so mit. Ich habe ja die Befürchtung einfach, dass die zwei in der Statistik angezeigt werden, dass sie aber nicht für einen 100% Run gelten. Deswegen gehe ich jetzt auch einfach mal ganz dreist, wie ich bin, weiter. Weil ich mir halt eben da ein bisschen auch unsicher bin. Beziehungsweise weil... Ja, weil wir eh fertig sind. Drei Pflanzen. Falls es jetzt falsch war, muss ich das Level halt eben nochmal besuchen. Durchquere den Wald und finde das Dorf des großen Karpfen. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge erledigen.
Aber ich zeige euch jetzt noch, was wir hier so freigeschaltet haben. Wir haben jetzt Shun geholt. Ich fange jetzt mit Shun an und gehe dann rückwärts, weil wir Shun dem gerade aktuell halt den haben. Ah, Shun. Shun war immer sehr aktiv. Selbst bei seiner Ankunft war er auf der Flucht. Aber mit dem Bogen in der Hand lernte Shun sich zu konzentrieren. Völlig ruhig zu bleiben. Oder genau das Gegenteil. Ja. Er ist der perfekte Bogenschütze. Er verfehlt nie sein Ziel. Fürchtet keinen Feind. Einst brach er auf, um meine Ängste zu zerstreuen. Er müsste längst zurück sein. Und das nächste Video bekommt ihr dann auch in der nächsten Folge von Mini Ninjas. Ich bin euer Lot986. Bis dann.